Der FC Bayern München fällt eine wichtige Entscheidung im Transferpoker um Harry Kane. Könnte es tatsächlich sein, dass der Transfer von Harry Kane von den Tottenham Hotspurs zum FC Bayern München noch heute Nacht passiert? Alle Infos dazu in diesem Video. Nach mittlerweile mehreren Monaten verhandeln der FC Bayern München und Tottenham über den Stürmer Harry Kane. Ganz klar ist, der FC Bayern München sucht einen Top-Stürmer von Weltklasse-Niveau und den haben sie in Harry Kane gefunden. Der FC Bayern München will den englischen Spieler, den englischen Stürmer, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft unbedingt verpflichten. Und auch Harry Kane hat schon vor Wochen gesagt, dass er zum FC Bayern München wechseln möchte und auch nur zum FC Bayern. Aber er hatte andere Vereine wie Manchester United oder Paris Saint-Germain abgesagt, er will nur zum FC Bayern München wechseln und genau das spielt dem FC Bayern München enorm in die Karten. Denn der FC Bayern München hat Tottenham nun eine Deadline gesetzt. Laut des britischen Telegrafen hat der FC Bayern München Tottenham eine Frist bis Freitag Mitternacht gesetzt, das heißt bis heute um Mitternacht für einen Transfer von Harry Kane. Sollte Tottenham bis dahin nicht zustimmen, wird sich der FC Bayern München andersweitig nach einem neuen Stürmer umsuchen. Letztes Angebot, was der FC Bayern vor wenigen Tagen abgegeben hat, war in Höhe von 85 Millionen Euro plus 10 Millionen Bonuszahlung, das heißt insgesamt 95 Millionen Euro Ablöse, die der FC Bayern für Harry Kane bietet. Tottenham bleibt allerdings stark und zwar wollen sie 100 Millionen Pfund haben. Britische Pfund, 100 Millionen sind umgerechnet 117 Millionen Euro. Der FC Bayern München ist tatsächlich auch bereit, sein Angebot auf 100 Millionen Euro zu erhöhen. Das heißt, wenn die wirklich Festablöse 100 Millionen beträgt plus möglicherweise noch 10 Millionen Euro Bonuszahlungen, dann würde man zumindest sehr, sehr nahe an diese 117 Millionen Euro drankommen. Allerdings sitzt der FC Bayern am längeren Hebel, denn Harry Kane hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Tottenham. Der läuft im nächsten Jahr aus und er hat dem FC Bayern schon zugesagt, er möchte zum FC Bayern München wechseln. Das heißt, er könnte auch im nächsten Jahr wechseln. Angeblich soll er sogar auf etwas Gehalt verzichten, damit dieser Transfer zum FC Bayern möglich ist. Zumal er diese Saison ja nicht mal international spielt mit den Tottenham Hotspur und beim FC Bayern wäre er ein direkter Favorit auf die Champions League. Zudem hat der Clubbesitzer Lewis noch angeordnet, dass Harry Kane auf jeden Fall verkauft werden soll und das muss in diesem Sommer passieren, damit er eben nicht dann im nächsten Sommer ablösefrei gibt. Obwohl sich Daniel Levy, der Boss von Tottenham, immer noch als sehr, sehr schwieriger Verhandlungspartner herausstellt, sitzt der FC Bayern jetzt am längeren Hebel und so wie Uli Hoeneß es schon vor einigen Wochen prophezeit hat, muss Tottenham jetzt einknicken. Ich bin ganz, ganz stark davon überzeugt, dass der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München in den kommenden Stunden offiziell wird, weil ich nicht glaube, dass Tottenham sagt, sie werden ihn dann doch halten, ihn unglücklich beim Verein halten und ihn dann im nächsten Jahr ablösefrei ziehen lassen. Das wollen sie einfach nicht, deswegen, die Karten sind so, so, so gut. Ich denke, dass der FC Bayern ihn unbedingt verpflichten wird. Schreib du mir unbedingt deine Meinung in die Kommentare. Was hältst du vom Transfer von Harry Kane und ob du glaubst, dass er passieren wird? Guck dir jetzt hier gerne noch mein letztes Video an mit FC Bayern Experten und Insider Georg Holzner. Wer weiß, vielleicht berichtet er heute Abend schon was. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir heute Abend live gehen und den Poker verfolgen. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Passen.